Leute, was geht ab, Leute? Hier. Relativ später Start für euch. Aber ich habe heute den ganzen Tag eigentlich nur Squid Game angeschaut. Habe ich in der Folge gestern drüber berichtet. Wurde gehypt und dann hat eine Kollegin mich herausgefordert, wer das zuerst zu Ende schauen kann, dies, das. Ich habe vorhin sogar eine Folge im Gym mir reingezogen auf dem Rad. Ey, das ist echt gut. Also für alle, die so Alice in Borderland kennen und wer asiatisches Zeug nicht kennt, es geht so in die Richtung Saw, Escape Room. Aber mehr, also weniger auch auf den Schockfaktor und Horror fokussiert und mehr dafür auf die Beziehung und den Charakter und die Hintergrundgeschichte. Sowas. Ist das ein guter Vergleich? Ja, es geht. Also, ist so eine Mischung aus. Und so in Richtung Snowpiercer-mäßig. Also, Snowpiercer Parasite meets Saw. So in der Art. Kann man vielleicht beschreiben. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gleich einen Termin, da wo ich bei dieser Kältekammer und dieser Lymphdrainage war, für so ein Hitze-Infrarot-Ding. Die haben noch andere Angebote, aber die, also das sind so die normalen Angebote, die ich, an denen ich Interesse habe. Das andere ist so mit Spritzen und so weiter, also da habe ich kein Interesse dran. Das hier bleibt alles Natur, oder? Hat mich aber daran erinnert, also Laura hatte mir empfohlen, Akupunktur. Ich hatte gestern ein bisschen was mit Käse und da hatte ich es wieder gespürt. Also ich glaube echt, ich habe eine leichte Laktoseintoleranz entwickelt. Auf jeden Fall hatte sie das auch und noch andere Allergien und so. Und dann war sie bei irgendeinem Akupunkteur oder irgendeinem Heilarzt. Und der hat aber Akupunktur gemacht und seitdem ist sie geheilt. Wirklich geheilt von Laktoseintoleranz, was sie schon echt ewig hatte. Und irgendwelchen Tierallergien, also krass. Deswegen, wir sind ja gerade dabei, alles zu machen. Das muss ich auch auf jeden Fall machen, das vergesse ich die ganze Zeit. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesen Termin, checkt auf jeden Fall Squid Game ab. Ich habe jetzt diesen Termin und dann gehen wir saftig essen, oder? Ich habe mir währenddessen gegönnt. Squid Game, zu krass, Leute. Keine Ahnung, war wie Sauna. Habe schön geschützt, wusste ich gar nicht, dass ich so hart schützen werde. Weil jetzt sind wir ein bisschen durchnässt. Aber es geht, war sehr angenehm. Ich erzähle euch draußen mehr. So sieht es aus. Habe ich hingelegt. Da kam das über mich. Ganz Körper. Arme konnte ich frei nehmen und dann Handy oder Fernbedienung machen. Und dann habe ich mir fast eine Folge gegönnt. War erfrischend. Also ich fühle mich gut danach. Vielleicht ist auch einfach nur Placebo. Wobei man hat viel geschwitzt. Also fühlt man sich vielleicht auf jeden Fall gut. Aber ich fühle mich auf jeden Fall fehl am Platz dort. Da sind nicht viele Schwarzköpfe dort unterwegs. Es riecht nicht welche, die mit Jogginghose und super softy Merch rumlaufen. Oder ist das richtig leidend? Mein Gott, wieso ist der Rosa denn richtig leidend? Das ist mein Lieblingspulli. Der müsste eigentlich super softy sein. Ich will jetzt softy essen, Leute, und dann weiterschauen. Alter, die Serie ist zu krank. Ja, und eine andere Wohnung für euch beide. Koriander, Leute. Ich habe gehört, der Laden soll gut sein. Sehr, sehr, sehr stabil. Preis-Leistung ist auch. Also schauen wir mal, wie geschmacklich. Also geschmacklich wird der gehypt. Deswegen bin ich mal gespannt. Netter kleiner Laden hier, direkt hier in der Nähe, Kurfürstenplatz. Da gibt es eh noch so einen netten Laden, den ich abchecken wollte, aber ja, ich bin gespannt. Also man hört nur Gutes von dem Laden. Vietnamesen, da muss ich mein Vietnamesisch wieder auspacken. Mein Gott, es kam das neueste Dragon Ball Chapter raus. Es kam viele Chapter raus. Aber Dragon Ball Super. Vegeta hat einen Moment rausgehauen. Er hat zu Kakarot gesagt, bitte. Ja, bitte, hat er gesagt. Sonst Tokyo Revengers, oh mein Gott. Was machen die mit meinem Boy Draken, Mann? Was machen die mit meinem Boy Draken? Laura will nach Dubai fliegen mit ihrer Familie. Und sie ist voll gut im Planen und ich bin voll schlecht im Planen. Und vielleicht, also sie hat gefragt, ob sich irgendjemand anschließen will. Wäre schon interessant. Vor allem, weil man nichts machen muss dann. Also nichts raussuchen, nichts organisieren. Also vor Ort ziehe ich dann ein bisschen natürlich auch mein eigenes Ding durch. Sachen testen, Döner in Dubai testen, Shisha in Dubai testen, Bubble Tea in Dubai finden, solche Sachen. Bei Salt Bay essen, solche Sachen, aber Flug, Hotel und sowas, wenn sie sich drum kümmert, ist halt geschenkt, ist halt chillig, dann muss ich einfach nur sagen, bin dabei, hier, nimm mein Geld. Genau sowas brauche ich eigentlich. Und dann geht's los. Eigentlich hätte ich mir ein Wasser gegönnt, aber da stand irgendwas mit Rohrzucker. Das hat mein Interesse geweckt, deswegen bis zum Rand voll gefüllt. Seht ihr, Leute?
Oh shit. Boah. Anders Freshman. Ne, ernsthaft, also der ist anders fresh. Wenn das Essen so schmeckt wie das Trinken, 10 von 10. Krank! Also wer mich kennt, der weiß, ich teste immer die Frühlingsrollen. Andere Asiaten, Vietnamesen lachen immer, weil sie sagen natürlich immer, zu Hause schmeckt es am besten. Aber ich teste gerne in jedem Laden. Und momentan ist meine Lieblingsfrühlingsrolle im Olympiadorf. Restaurant Olli heißt es, glaube ich. So eine fette, fast wie ein Burrito. Aber die ist so anders saftig. Richtig lecker, schön knusprig. Also die kann ich so krass empfehlen. Auch anderer Style, aber. Mmh. Richtig schön knusprig. Richtig schön knusprig. Wow. Okay, der Laden, also der wird nicht umsonst gehalten. Den muss ich in meine Topliste mit einführen, mit aufschreiben. What the fuck? Schöne, edle, silberne Stäbchen. What the fuck? Karamellisierter Schweinebauch. Wer mir die Woche zugeschaut hat oder letzte Woche, der weiß, auf einmal hatte ich Bock drauf und dann habe ich bei Salmon Sushi das bestellt. Die haben mich nicht enttäuscht, aber es war ein bisschen anders als erwartet. Da hat es bei dem Thailänder, bei diesem gehypten im Werksviertel probiert. Die hatten mich echt mega enttäuscht. Ja, und jetzt sind wir hier schon wieder. Oh mein Gott. Vorbei. Mein Gott. What the fuck? Wie kann es sein, dass ich hier noch nie essen war? Oh mein Gott. Das Fleisch ist so weich. Richtig saftig, man. Gemüse voller Aroma, so dieses Rauchige. Mein Gott, ist das geil, Mann. Heilige Scheiße. Der Laden ist anders heftig, Mann. Nochmal durch, man. Der kommt jetzt nicht nur auf meine Liste, der kommt ganz weit rauf auf meine Liste. Ich geh mir jetzt locker. Zu krasser Laden, mein Gott. Recht 10 von 10. Ich kann dir nur empfehlen. What the fuck? Bin gespannt, alles andere hier noch zu testen. Eigentlich hatte ich nicht vor, Nachspeise zu essen. Aber hey, wenn der Rest so gut ist, müssen wir es nochmal testen. Einen kalten Kokosmilch, Chia, Mango, Pudding, irgendwie sowas. Kein Jä. Also hätten die Jä hier, das was Chong machen will, und es wäre auch noch Food. Dann wäre dieser Laden andere Liga, andere Dimension wäre der. Der wäre der Multiverse, Mann.
sehr lecker. Unglaublich, aber auch sehr lecker. Ich komme morgen nochmal hier. Mittag. Aber oh mein Gott, wie krass ist dieser Laden, Mann. Es ist schon relativ spät. Ich habe mir jetzt alle Folgen noch reingezogen. Alter, heftig. Ich habe sogar geweint. Ich habe tatsächlich geweint. Und ich habe es auch auf Instagram gepostet. Wie viele Leute das auch anschauen. Richtig im Trend. Ah ne, das ist nur das Licht. Ich dachte, ich hätte hier was. Richtig im Trend. So viele Leute schauen das auch. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Squid Game. Also wie gesagt, wer Alice in Borderland gefeiert hat, nochmal eine Stufe besser. Nochmal eine Stufe besser. Und Alice in Borderland war schon ziemlich, ziemlich gut. Also, huh, ich muss das mal ein bisschen runterkommen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin. Auch wenn, vor allem jetzt, der ist ein bisschen gesunken. DeFi, Cashflow, generieren, serious business und ciao.